Ja, bevor wir anfangen, eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, müssen wir uns vorher Gedanken darüber machen, in welchem Format, also in welcher Breite und Höhe soll diese Folie entsprechend aussehen. Wir haben hier bei Entwurf Seite einrichten. Standardgemäß ist das Folienlayout auf 4 zu 3 gestellt. Damit können auch die meisten Beamer umgehen. Währenddessen bei dem 16 zu 9 Format oder 16 zu 10 Format das eben oft nicht der Fall ist. Also aufpassen, wenn man in diesem Format arbeiten möchte. Wir stellen es nochmal um auf 4 zu 3. Und jetzt ist die Frage, in welchem Design soll unsere Präsentation dann auftreten. Ich habe hier schon alle möglichen Designs von Microsoft vorgegeben. Der Vorteil ist, wenn ich das Design einmal zugewiesen habe, dann werden auch auf den weiteren Folien, hier unter Start neue Folie, kann ich neue Folien hinzufügen und diese Designs, die wirken sich dann entsprechend auf die folgenden Folien aus. Ja, wenn mir das nicht ausreicht, ich habe hier unter Datei Neu, habe ich hier weitere Möglichkeiten, Vorlagen zu öffnen. Ich habe jetzt hier diese Beispielvorlagen. Wenn man hier mal drauf geht, dann hat man hier schon mal fertige PowerPoint-Präsentationen. Ich erstelle mal hier ein Fotoalbum. Genau, hier ist die Titelfolie und hier sind schon weitere Bilder drin, alles schon fertig. Wenn ich das verwenden möchte, brauche ich hier praktisch nur draufklicken mit dem Rechtsklick und könnte sagen Bild ändern. Hier kann ich dann sagen Bilder und wähle ein entsprechendes Bild aus und kann das entsprechend ersetzen. Was haben wir hier noch drin? Neu. Beispielvorlagen. Ich habe hier zum Beispiel eine Präsentation, Einführung in PowerPoint, praktisch ein Tutorial als PowerPoint-Präsentation. Verbessern Sie Ihre Präsentation. Das ist doch praktisch, dass hier schon ein Tutorial hier gibt. Falls mir das auch nicht ausreichen sollte, unter Datei Neu, kann ich hier auf office.com weitere Vorlagen herunterladen. Ich habe hier mehrere Bereiche. Hier unten sehe ich, hier steht PowerPoint, Präsentation und Folien. Hier, wenn ich draufklicke, dann habe ich hier noch Unterkategorien. Ich wähle mal die erste aus. Es dauert dann ein bisschen, weil das Ganze ja praktisch im Internet gesucht wird. Und hier kann ich auch wieder eine Präsentation auswählen. Die wird jetzt heruntergeladen. Und hier habe ich dann auch wieder praktisch schon ein fertiges Layout, eine fertige Formatvorlagen und dann entsprechende Platzhalter, die ich praktisch nur anklicken brauche und dann mit Inhalt füllen muss.